Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Prison Architect. Heute mal wieder mit Justin. Na. Ja, heute habe ich ihn endlich wieder an Land gekriegt. Hat sich herausgestellt, er wurde verschlungen. Ja, nee, ich hatte gestern noch einiges zu tun, beziehungsweise halt letzte Folge. Das. Und ja, da konnte ich nicht. Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Man muss ja nicht jedes Mal den gleichen Aufnahmepartner haben. Demnächst werde ich auch noch Julian mit in die Aufnahme nehmen. Ist schon geplant und alles. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung auch dabei. Ja, also, was haben wir so fertig bisher? Ein paar Zellen haben wir, wir haben einen Shower, wir haben Essen und alles, Freizeit. Können ja mal gucken. Auf ihre Needs. So, Food steht noch relativ ein bisschen, bis zur 5 ungefähr im Roten. Das kriegen wir aber jetzt demnächst noch runter, wenn hier wirklich die Köche es besser zubereiten können, weil wir ja die Küche so gesehen verdreifacht haben. Wir haben von allem drei jetzt statt nur einem. Hygiene, ja, wir haben ihnen sogar mehr Duschzeit gewährt jetzt. Jetzt, das sollte dann reichen. Exercise, Aufgaben können wir ihnen noch nicht geben, werden wir aber jetzt in der nächsten Zeit erforschen. Family, warum reicht Family denn nicht? Wir lassen es einfach nochmal so ein, zwei Tage jetzt laufen mit Family. Und wenn nicht, dann müssen wir hier unten nochmal ein zweites Visitation Center machen. Achso, Justin, du hattest doch auch immer das Problem damit, Recreation nicht zu erfüllen, ne? Hast du auch einen Common Room gehabt? Meistens ja. Weil wenn du einen relativ großzügigen Common Room hast und einen Yard und genug Zeit, also Free Time und Yard Time, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Okay. Nur damit du es mal so weißt. Merke, wir haben relativ wenig Geld, darum gehen wir mal ganz kurz auf. Oh, ich vergesse mal Grants. Cellblock, Oh, geschenkte 40k. Raise your prisoner capacity to 15. Heißt also, wir sollten 15 Prisoners Maximum haben. Und da wir jetzt schon 16 haben, waren es geschenkte 40k. Hey, wir haben mehr als das Anfang Startkapital, wir haben Plus gemacht. Können wir das Let's Play beenden? Muss man echt mal so bringen, ne? Ja. Build a medical ward. Hire at least two doctors. Hire a psychologist. Was machen wir als nächstes? Prison Mental Also, Notes. Psychologen hast du noch nicht, oder wie? Doch, Psychologe habe ich schon. Ich muss nur noch kurz für die Docs, da muss ich jetzt noch einen Raum bauen. Das wollte ich jetzt als nächstes tun. Und dann zwei Doktoren einstellen. Okay. Bitte, Visitor Room haben wir. Also ein Visitation Room sollen wir bauen. Wir sollen mindestens drei Visitor Tables haben, damit sie da drin sitzen und Platz haben. Common Room haben wir, Pool Table haben wir, at least two TVs haben wir, build at least five Phone Booths. Ich glaube, davon haben wir, fehlt uns noch eins, genau. Ey, wieder geschenktes Geld. Das ist dann echt schön einsteigerfreundlich hier mit dem Geld. Weil man jetzt. Jetzt kriegt man hier relativ viel Geld, einfach nur dafür, dass man das so annimmt und so. Das ist sehr schön, damit man am Anfang gut klarkommt. Wir werden aber auch demnächst, können wir sogar jetzt schon mal tun, einfach mal auf Prison Labor forschen und auf Education. Das brauchen wir beides. Komm, wir haben das Geld, wir gehen auch noch auf Deployment. Deployment allows you to permanently station guards to the sector of your prison. Bedeutet also, damit kann man Patrouillen einrichten, also man kann sagen, nee, gar nicht, ich erzähle Mist. Damit, ja, wenn man dann jetzt einen Raum wie zum Beispiel, kann ich mal zeigen kurz, hier die Zellen hat, kann man sagen, dass hier drinnen immer ein Guard drin rumlaufen soll. Soll immer einer da sein. Das ist ganz, finde ich ganz gut, tue ich eigentlich auch immer in meine Zellen mit rein. Ja, was haben wir denn noch jetzt erforscht? Einmal Prison Labor. Damit können wir einen Workshop bauen und die dann da drin arbeiten lassen. Und Education, das bedeutet, dass wir die ausbilden können. Also wir können ein Classroom bauen und dann ihnen da schön das rein, ja, und ihnen dann schön da, Gott, und ihnen was beibringen, Punkt, Mann, so schwer, Scheint so. ja, ich glaube auch, ach, hier beim Bug, so, gut, das ist auch schön, das erste fertig, das zweite jetzt auch gleich, ich glaube, ich versetze erstmal die Prisoners noch hier hinten. Dafür baue ich erstmal eine Foundation und wir bauen es jetzt mal ein bisschen größer. Wie lang ist das? Das ist 25 lang.
würde ich sagen, hier fangen wir an. Machen wir 25 draus. So, und jetzt müssen wir mal gucken. So, 1, 2, 3. Das wird die Zellengröße. Dann kommt hier 1 für die Wand. Reiberaum. Dann kommen hier 2 für die Türen. 1 Freiraum. 1 für die Wand. Und 1, 2, 3 für die Zellen wieder. Und das Ganze kommt dann hier nochmal gleich hin. So, dann können wir hier schon mal eine Large Gel Door tue ich da mal rein. Bauen, 1, 2, 3. Wand, Freiraum und hier. Jetzt hier ist Freiraum, Wand und 1, 2, 3. Passt. Haben wir richtig gesetzt, super. Dann lassen wir sie erstmal arbeiten. Vor allen Dingen, ich wollte jetzt für die Docs da, also für die Doktoren, wollte ich hier ihren Raum bauen, jetzt baue ich Zellen. Läuft bei mir. Ja, was für ein Gesprächsthema hatten wir für heute, Justin? Den Weltraum. Aber ich habe gerade noch mal überlegt, ich habe letztens auch mal so eine Doku gesehen mit subatomaren Teilchen. Hört sich etwas, wie nennt man das? Komplex? Schleppend an. So generell finde ich, aber ist es auch. Aber es ist lustig. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber die haben so ein Teilchen. Man hat ja bestimmt in der Schule mal so einen Test gemacht, wo man Licht auf so eine Platte hat scheinen lassen, wo 2 Löcher drin waren. Und ja, dann hinten auf die Wand geguckt hat, und da haben sich ja diese Schattenlöcher, sage ich mal, überschnitten. Ja. Und das heißt, die bewegen sich wellenförmig, die Lichtstrahlen, weil die sich dann halt so überlappen. Ja. Und wenn man das mit so einem mysteriösen Teilchen macht, ich weiß nicht mehr, welches Teilchen das war, und man dann hinguckt, dann bewegt es sich wellenförmig, und wenn man dann wegguckt, dann ändert es seine Bewegungsform in, was weiß ich für eine Form. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Das war für richtig krass. Die haben es mit einer Kamera so gesagt aufgenommen. Und dann haben sie hingeguckt und dann wieder weggeguckt, und dann hat es einfach immer diesen Zustand geändert. Das ist einfach richtig krass. Das ist, finde ich, echt, kann man echt sagen, dass die Wissenschaft echt verdammt krass ist. Generell. Unerwartet. Diese Teilchen, die sind so... ich lasse ein lustiges Teilchen sein. So, 3 und hier muss ich... Ich beinahe einen Fehler gemacht. Beinahe. Achso, hier fehlt noch was. Wir müssen natürlich auch noch einen Eingang hier haben, weil sie haben halt hier keinen Eingang verlangt, weil das hier ja durch den Mauerfall ein großer Raum gewesen wäre. Den Mauerfall, der war schon ein paar Jahre her, du. Ja, 1, 2. Durch den Mauerfall. Ja. Wenn ihr wollt, dass wir über sowas labern, könnt ihr ja gerne mal so in die Comments schreiben. Wenn ihr aber sagt, das ist mir nichts für ein Let's Play oder so, wir sollten lieber über andere Sachen labern, könnt ihr auch Bescheid sagen. Ist ja kein Problem. Stellen wir uns individuell drauf ein, ne? Jo. Aber wir sind froh, wenn wir was zu reden haben. Ja, damit tun wir uns gerade relativ schwer. Wir freuen uns auch deswegen schon auf das Let's Play von Vindictus, weil wir dadurch die Story und alles halt auch ein bisschen weniger freie Themen erfinden müssen, weil wir gerade darin übelst schlecht sind. Richtig. So, falls man es gesehen hat, ich habe jetzt 2 neue 9x9 Räume gebaut. Und nein, es werden keine Büros ausnahmsweise. Es werden diesmal wieder Power Station und Water Pump Station, also die Wasserpumpe und für den Energiegenerator. So. Es werden Plätze für die beiden, weil ich gerne möchte, dass der Kreislauf für die Zellen und der Kreislauf für die anderen Sachen hier getrennt ist. Das ist mir relativ wichtig, das möchte ich gerne so behalten. Und deswegen werde ich dann versuchen, das hinzukriegen. Dann können wir hier auch nochmal lang gehen und hier runter. So. Aber was mache ich hier für eine Dummheit, ey. So. Machen wir es einfach so.
Und dann können wir nämlich von unten das Wasser hinzugeben. Ja, passt jetzt. Jetzt. Mann, ich will mir gerade momentan so viel abgewöhnen. Ja, Gewohnheiten sind schwer abzugewöhnen. Das ist richtig. Aber wenn man sie sich angewöhnt hat, dann kriegt man es auch irgendwie hin, sie wieder abzugewöhnen. Das muss passen. Gut, man sieht, die ersten Zellen sind hier so. So werden das hier dann? Also was heißt die ersten Zellen? Die ersten stehen da, aber die werden ja abgerissen. Die ersten feststehenden Zellen werden das hier. Und hier drunter kommt ja noch eine Dusche für die. Das passt dann. Das werden wir dann gleich noch tun. Ach, wer braucht schon eine Dusche? Ich. Jeder Mensch auf der Welt braucht eine Dusche. Ich bitte dich, Justin. Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 12% der Bevölkerung in Deutschland nur zweimal im Jahr duschen. Wirklich? Ja. Sowas finde ich echt widerlich. Das stimmt. Also ich fühle mich schon dreckig, als ich mal 2 Tage bei dir gepennt habe, ja, und dann nicht duschen war. Das war ich richtig dreckig gefühlt. Wollte ich nach Hause, ja, duschen. Das war gleichfalls gleich das Erste, was man tut und so, aber was, zweimal im Jahr? Ganz ehrlich, da muss man ja sich schon irgendwie einen Spaten oder so holen, um sich die Dreckschicht runterzukratzen. Erinnert mich an dieses Facebook-Bild, wo so ein Typ drauf war, der irgendwie 10 Zigaretten oder so auf einmal geraucht hat. Der Typ ist 80 Jahre alt und, ja, hat seit 60 Jahren nicht mehr geduscht. Oh, Gott, sowas finde ich. Ja, der war auch schon. Aber irgendwann braun, ist ja. Alter, irgendwann ist aber. Irgendwann ist doch bestimmt das so, so stark verkrustet, dass man da nicht mehr. Dass man nicht mehr so doll stinkt, oder? Keine Ahnung. So, ich will's gar nicht. Weil ich faul bin, erforsche ich jetzt nochmal Klonen, damit ich hier die Zellen einfach mal kopieren kann, von hier hinten. Dann bin ich ein bisschen faul und so. Passt aber. So. Würde ich sagen, wenn das dahin kommt. Ich muss gerade erstmal gucken, wie ich hier jetzt baue als nächstes. Ich glaube, das hier mache ich dann zum Dockraum. Dockraum, ja. Zum Raum für die Ärzte. So, ich glaube, sie sind da gleich fertig mit schon mal. Sieht zumindest danach aus, genau. Das hier können wir erstmal für die Bauarbeiten als dauerhaft offen lassen. Das hier genauso. Achso, eine schöne Sache habe ich euch noch nicht gezeigt. Das nennt sich Shakedown. Dann durchsuchten sie mal kurz alle Plätze und so weiter nach Funden, wie zum Beispiel Löffeln oder später auch Drogen oder Handys. Hast du das ernsthaft noch nicht gemacht? Bei dem hier noch nicht, nein. Es sind 11 Prisoner, wovon 2 gestorben sind bisher. Gestorben? Ja, Schlägereien und so. Alter. Hier sind auch so relativ viele Verletzte, aber passt schon. Lass mich. Ich bitte dich. So. Und ich dachte, meine Prisoner sind schlecht. Das ist nur der Anfang. Jetzt läuft's alles super. Und jetzt sieht man hier Clowns gleich erforscht. Dann kann ich hier unten einen neuen Reiter nutzen. So. Jetzt kann ich ihm sagen, ja, mit Rechtsklick möchte diesen Bereich jetzt haben. Dann kann ich sagen, ja, der soll jetzt hier hin kopiert werden. Moment, wie habe ich ihn jetzt kopiert? Mit dem, okay. Dann muss ich sagen, er soll so kopiert werden. Und dann kann ich sagen, der soll dann so kopiert werden. Der so. Und immer so weiter. Und so erspart man sich halt ein bisschen Arbeit. Geringfügig. Oh. Schnell mal weg hier. So. Dann noch hier jetzt. Auch weg? Okay. Muss ich nur noch den Raumdeckler wieder wegmachen. Bei einmal habe ich jetzt Zellenbau hier gefailt. So, jetzt kann ich hier wieder Klonen drücken und nehme mir nochmal so ein Feld.
Und baue dann hier das gleiche noch einmal. Passt doch, ne? Hier. Die hier waren jetzt. Wundere mich gerade, warum es kein Geld kostet. Was? Ach so, weil ich gerade auf Pause bin. So. Das sah gerade so komisch aus. Ich dachte, die ersten zwei okay, weil ich die ja vorhin abgebaut habe da oben. Und die ja so gesehen schon gekauft worden, also angeliefert werden. Die Sachen, die man hier übrigens baut oder so, werden auch immer per Laster hier angeliefert. Sieht man gerade hier, Toiletten, Türen und alles. Wird immer alles angeliefert. Ja. Das ist dann schon mal, das ist ein Anfangsding. Könnte man halt so erstmal lassen. Also wir wollen ja auch noch die andere Seite machen, würde ich mal sagen. So. Oh. Das ist halt ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt alles einzeln per Hand einrichten würde. Ich habe ja erst fand ich die Funktion eher mäßig, da ich mir so dachte, dass das ein viel zu kleiner Radius ist, den ich kopieren kann, aber mittlerweile schätze ich ihn doch sehr. So, und jetzt haben wir hier einen kompletten Zellenblock. Können wir den hier unten eigentlich abreißen, oder? Ja. Sagen wir erstmal, die Räume hier sind alle nicht mehr da. Da hat sogar einer einen Tunnel. Justin, du musst dir in der Aufnahme den Tunnel mal angucken. Das musst du dir unbedingt einmal anschauen. Richtig verwinkelt, oder was? Der geht von der Toilette, die dritte Zelle, von der die Toilette. Geht der rechts in den Raum rein und dann im Raum runter. Da hat sich jemand vergraben, würde ich mal sagen. So, die Objekte hier können wir alle. Autosave. So, die Objekte können wir hier alle dismanteln. So, mal gucken, vielleicht, dass wir die Lampen nicht unbedingt mit abbauen. So, hier hinten sind eigentlich ihre neuen Zellen, darum weiß ich nicht, warum sie nicht rübergehen. Genau, der Wasseranschluss fehlt noch, den werde ich nochmal hier legen. Ich würde nur sicher gehen, dass bis unten halt auch durch der Strom geht. Können wir das hier legen und sagen, ja, bis dahin sollen immer die Wasserverstrebungen gehen. Und dann haben wir gleich einen vollwertigen Zellenblock. Das nutze ich immer als Zellenblock. So, und da müssen reine sein. Sind noch hier am Bauen alle. Ja, das wird jetzt zwar einen Moment dauern und so, aber es passt schon. So, des Weiteren wollte ich noch unbedingt hier unten einen Raum haben. Nämlich den Storage. So, das sollte reichen auf jeden Fall. Das ganze Holz, was da ist, das können wir dann verkaufen, das bringt auch gut Geld. Dann kommt hier noch eine Stuff Door rein nach hier. Da rein, ja. Ach nee. Müssen erst die Bäume abholzen. Und wir können Ihnen schon mal sagen, dass bis dahin dann der Paving Stone sein soll. Gut. Das hier wird nämlich unser Storage. Da packen Sie dann alle Sachen hin, die Sie gerade nicht benötigen. Das ist ein relativ guter Raum, weil dann liegen Sie nicht überall rum oder so. Und dann können. Ich weiß nicht, ob die Prisoners sich das mitnehmen können. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber wenn jetzt so Sachen rumliegen, die eigentlich in der Storage gehören. Wie zum Beispiel Türen abgebaute oder abgebaute. Nehmen Sie einfach Kloschüsseln oder Betten oder Holz oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht erlebt, kann aber sein, ich bin mir nicht sicher. Und dann liegt hier nicht unbedingt in der Küche Holz rum. Eine Tür werden Sie wohl nicht mitnehmen, aber. Mal schauen. Also, es läuft auf jeden Fall hier mit dem Anbauen. Wir lassen den Zellenblock noch fertig bauen, aber dann wird die Aufnahme zu Ende sein. Ja.
Dauert auf jeden Fall einen Moment, weil das halt viel ist, was sie bauen müssen, ne? Ist ja logisch. Eine Zellenblock-App baut sich auch nicht an einem Tag. Nö? Nein, nicht wirklich. Wie ich es einfach mal geil fand, wie ich es richtig krass fand, dass der eine in meinem Prison einfach mal 4 Jahre seiner Gefängniszeit einfach mitten im Flur stand, weil ich keine Zelle für den hatte. Der wollte auch nicht in eine Holding Cell oder so eingewiesen werden, nur da stand dann einfach 4 Jahre von seinen 7 Jahren oder so. Zu seiner Verteidigung, die Holding Cell war nicht besser als im Flur stehen. Nur mal so dazu gesagt. Die Holding Cell war mega cool. Vielleicht für Suizidleute. Also ich fand die cool, ich würde mich da gerne reingammeln. Ah, dann bist du aber der Einzige. 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 Ja, ich wusste es und deswegen habe ich sofort gesagt. Weil ich es wusste. The Grammar of Doom. Genau. Ja, das Geld geht vollkommen. Und wenn wir dann halt hinterher das Zimmer für die Doktoren haben, das wir hier unten wahrscheinlich einrichten werden, dann geht sich das auch wieder aus mit dem Geld und so. Passt dann. Momentan ist aber meine Arbeit da leicht langsam, finde ich. Oh, wie dumm sind diese scheiß Bilder. Sie stehen vor einer Tür und gehen nicht rechts daneben lang, wo die Mauer erst noch gebaut wird. Also, die Mauer ist noch nicht mal im Bau, sie ist nur geplant und da gehen sie nicht lang. Das ist dumm. Einfach nur dumm. Naja. Aber jetzt sind auch gleich schon die restlichen Zellen fertig. Wenn der nicht so dumm wäre. Mann. Kann ich hier nicht alle Zellen anvisieren oder so? Geht das nicht irgendwie? Achso, kann ich noch kurz erklären. Shakedown habe ich ja gesagt. Das bedeutet, dass sie alle Prisoners oder Gefangenen untersuchen. Und ihre Zellen. Also praktisch alle Orte, wo sie was verstecken können, untersuchen sie. Und wenn sie was finden, gibt's halt Strafen. Die stelle ich später noch ein. Lockdown, dann werden alle Türen geschlossen und man kann sie, die kann dann keiner mehr öffnen, dann, wenn jetzt zum Beispiel eskaliert und dann die ganzen Prisoners ausrasten und wenn die um sich schlagen und so, dann kann das, kann man mit Lockdown sie dazu bringen, dass sie irgendwo, kann man dann dazu bringen, dass dann dieser Bereich abgeschottet wird und Bang Up heißt das hier. Dann werden alle Prisoners in ihre Zellen gebracht und dort eingesperrt, bis ich das aufhebe. Das schlägt denen zwar aufs Gemüt, aber es ist halt dann für die Sicherheit, falls die dann halt so irgendwas machen wie sich mit Wärtern prügeln oder sowas. Wenn das heute wahrscheinlich nochmal 25 Minuten Folge, weil die so lahm sind, die hier bauen. Workers? Aber Workers, genau. Aber stört ja auch, glaube ich, keinen, oder? Wenn ich auf YouTube schaue oder so, stört es mich nicht, wenn da mal eine längere Folge rauskommt. Ja. Das ist auch das nächste Lied zu Ende. Ich muss demnächst mal meine Playlist erweitern. Oh, ja. Ja, also das sieht sehr schön aus. Gerade war nämlich die Textur schon auf die Wand, die da gebaut wird, angepasst. Und deswegen sah das ein bisschen merkwürdig aus. So. Ich hoffe, dass wir es schaffen, in der Freetime das zu bauen. Achso, ich kann es euch ja nochmal kurz nebenbei zeigen. Jetzt kann ich hier nämlich durch meine Forschung ein Classroom bauen. Also Klassenzimmer, wo ich halt dann die schulen kann. Oder bilden kann. Und einen Workshop, wo drin sie arbeiten können. Aber um im Workshop zu arbeiten, müssen sie erst eine Schulung gemacht haben. Das haben sie bei irgendeinem Update angefügt. Aha! Deswegen funktioniert es bei mir nicht. Hättest du mich fragen können. Das erklärt alles. Naja, das meiste. Ja. Ah, Cello, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ab 3.8. muss ich dann arbeiten.
Ja, hast du schon. Ja, also, wer es gerade noch nicht mitgekriegt hat, wir sind gerade 10. Klasse Realschule gewesen und Schulabgänger. Und jetzt geht's dann nach den. Darum haben wir jetzt schon Ferien. Und wohnen in Niedersachsen halt. Die hätten ja eigentlich noch nicht Ferien. Darum geht's jetzt bald da weiter. Ja, eine Woche Ferien hatten wir jetzt schon. Genau. Ich sehe hier noch ein Problem, das wir beim nächsten Mal dann lösen werden. Das ist das Einzige, was wir am besten noch machen sollten, dass sie hier die zu Ende bauen. Wir sind jetzt auch am Fundament bauen, da kann ich jetzt nochmal kurz die Stuff da reinhauen. Aber dann würde ich auch sagen, dass ich das erstmal für heute beende. Ihr werdet morgen dann sehen, wie das hier unten fertig gebaut wird. Also das wird unser Lager, wie die letzten Zellen hier fertig gebaut werden. Da war schon der erste Fehler, das werde ich gleich auch ausmerzen. Und noch vieles mehr. Ciao! Ciao!